Im Rahmen der Expo wurde vor 20 Jahren in Sachsen-Anhalt das Projekt Frauenorte ins Leben gerufen. Trotz wechselvoller Trägergeschichte gibt es derzeit 51 Frauenorte. Der Landtag stellte in der 6. Wahlperiode, das heißt 2011 bis 2016, fest, dass das Projekt Frauenorte, welches Frauen- und Regionalgeschichte verbindet, für das Land Sachsen-Anhalt aus gleichstellungspolitischer und aus touristischer Sicht von Bedeutung ist. Seit September 2019 gibt es eine Koordinierungsstelle für das Projekt Frauenorte. Hierzu betont Cornelia Lüdemann, Sprecherin für Gleichstellung der Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, die 2019 neu eingerichtete Koordinierungsstelle ist ein erster wichtiger Schritt, aber um die gut aufgearbeiteten derzeit 51 Frauenorte auch wirklich bekannt zu machen, braucht es mehr. In einem zweiten Schritt ginge es um Geld für die Verbreitung der Informationen und für pädagogische Konzepte zur breiten Rezeption, etwa in Schulen, zur Verfügung zu stellen, so Lüdemann. Frauen seien beispielsweise in Führungspositionen unterrepräsentiert. Vorbilder können Mädchen zeigen, was alles möglich ist. Wie Marianne Brandt, einzige Meisterin am Bauhaus, Dorothea von Erxleben, Deutschlands erste Ärztin oder die weltweit bekannte Unternehmerin Kit Kruse aus Bad Kösen. Mehr Informationen zu Frauenorten gibt es unter der eingeblendeten Website.